Bist du hungrig? Nein. Auf einen toten Vogel hätte ich auch keine Lust. Und Austern schmecken mir auch nicht so. Aber die Trauben sehen so süß aus, die Orangen so saftig. Diese Gemäldeart hat einen speziellen Namen. Es nennt sich Stillleben, also stilles Leben. Denn wir sehen auf dem Bild keine Menschen, die Tiere sind bereits getötet. Die französische Übersetzung Nature morte, also tote Natur, beschreibt vielleicht noch besser, was unter einem Stillleben gemeint ist. Nichts lebt mehr, alles liegt nur still da. Besonders die Niederländer, wie unser Maler Hendricks aus dem 17. Jahrhundert, liebten Stillleben. Sie sahen es als große Herausforderung an, so naturgetreu wie möglich zu malen. Sie wollten so genau malen, als dass man denken könnte, es würde richtiges Obst auf dem Tisch liegen. Vielleicht könntest du dir eine Traube stibitzen? Das Gemälde hängt nämlich im Museum Kunstpalast, gleich um die Ecke. Und verfolge noch das Licht. Es kommt von links oben aus einem Fenster und spiegelt sich im Glas wieder. Was für ein Handwerk, was für ein Kunstwerk!